So, willkommen zu einer XXL Spezialfolge von Ramses Kitchen. Wir waren heute den ganzen Tag an der Isar. Wir haben sowas von Sonnenbrand, Digga, guck dir das an. Rodel, Fleisch, Hähnchen, Schenkel. Oh, kriegst gleich auf. Und wir haben heute eine XXL Folge vorbereitet. Wir waren nämlich im orientalischen Bierladen, ne? Wie heißt denn das Teil nochmal? Das heißt Hannes vergisst. Kiosk. Ja, das ist ein Kiosk. Das hieß Ahringer Biere, stand da ganz groß oben drüber. Deswegen dachte ich, das ist der Name. Vorher, dass du es reinschreiben kannst. Auf jeden Fall waren wir heute im Bierladen und haben das gefilmt und haben da was mitgenommen und wollten eigentlich 20 Biere mitnehmen zum Testen. Jetzt haben wir nur 18. Und von den 18 waren zwei doppelt, also wir haben nur 16 Biere. Was war da denn los? So seht ihr, wo es euch hinführt. Eingekauft haben, die Jungs. Die stehen jetzt alle hier. Einmal durchweg. Guckt euch das an. 16 verschiedene Biere. Die wollen wir jetzt alle testen. Dazu stelle ich euch mal hierher. Sage euch immer ganz kurz, was das ist. Wir fangen einfach der Reihenfolge nach an. Wir packen die Gläser her. Zack, das sind alles 0,33. Bei den Dosen vielleicht auch 0,5. Feuerzeug ist am Start fürs Öffnen. Das XXL Biertasting angefangen mit King Goblin. Das ist King Goblin, ja. Da ist jetzt so ein komischer König, aber gleichzeitig auch so ein hässlicher Kobold drauf. Imperial Rabbi Bier. 6,6%. Was das ist, gucken wir uns jetzt an hier. Und sag, von welchem Land es ist noch. King Goblin. Ja, das kannst du ja rausfinden, von welchem Land das ist. Woher weiß ich das jetzt? Junge, Gütersloh, fertig. Hier steht Deutschland, Handewitt. Nur weil du denkst, da steht internationale Biere, denkst du, die werden jetzt in der Tschechei abgefüllt, aber das ist alles aus Deutschland. Du, ich kann dir gerne die Flasche dann geben und du kannst mir das sagen. Wir trinken jetzt mal den King Goblin. 6,6, machen den auf. Teilen das auf, zack. Müssen mal gucken, wie das ist. Ich glaube, wird ein ewig langes Video. Hier was reingeschenkt, da was reingeschenkt. Man sieht auf jeden Fall schon die dunkle Färbung, das ist auf jeden Fall bestimmt wieder mit einer malzigen Note, würde ich denken. Jetzt klingt es, als wäre ich hier übelst der Biersommelier. Ach du Scheiße, da kommt der ganze Schaum hoch. Wo ist denn hier? Ich sehe kein Nichts. So, jetzt wieder da. Was hast du denn schon wieder für Probleme? Ich habe gesagt, willst du alles reden? Willst du alles öffnen? Redest. Willst du alles einfüllen? Mach. In aller Ruhe, mach. Der Isbo ist manchmal so ein richtiger Otto, da müsst ihr, das müsst ihr verstehen. Otto. Stellen uns das jetzt hier hin, King Goblin, Rabbi Bier, 6,6, zack, komm weg. Sieht auf jeden Fall heftig aus, heftig dunkel. Eins für dich, eins für Hannes, ne? Zack. Bei ihm schäumt, guck mal, bei uns ist das doch in Ordnung. Bei ihm ist halt mehr Schaum. Das kommt durch das Glas einfach an sich. Da hinten ist irgendwo der Hannes, da ist der Isbo. Jetzt zieht's euch rein, sagt was dazu und dann passt das. Trinkt ihr das jetzt immer alles auf Ex oder ist das zum Genießen? Einen Schluck so machen zum Anstoß und dann runterziehen. So. XXL-Folge, gut, wissen wir Bescheid. Starkbier. Aber im Abgang sehr gut und vom Geschmack her auch recht. Geht schon, kann man machen. Ja, schmeckt übelst nach Chemie, deswegen kann man mal machen. Wenn man so einen Topf Reinigungsmittel findet und dann 6,6 draufschreibt, die Leute trinken es eh. Ich finde trotzdem, das hat irgendwie so einen säuerlichen Geschmack. So leicht säuerlich trotzdem. Das ist das, was ich nicht bei jedem Bier habe, aber was ich bei dem gerade wieder merke. Das ist Starkbier halt. So. Dann als nächstes. Ups. Haben wir das Inselpilsner Wetthopt. Seltenes Bier. 0,33. Das hat jetzt so einen komischen. Da steht London drauf jetzt. Einband. Das hat was drauf. So, fertig. Zeigt mal euch mal kurz hier. Das ist hier das Inselpilsner Wetthopt. Seltenes Bier mit, keine Ahnung wie viel. Wir machen einfach mal oben hier den Knüppel auf. 5,6 ist also weniger. Papier drum. Bam. Wir haben extra so ein Ersatzfeuerzeug mit. Falls es hier reinknallt,
dass wir dann gucken können. Schenkt mal ein, gucken auch mal, ne? Das ist hier das kein sieht doch gut aus. Bierwerbespot, das ist ein reines Bier-Tasting. Ja, da geht es jetzt nicht ums Trinken. Es geht nur um den Geschmack. Das ist richtig. Wenn dann einer am Tisch liegt, dann. Ich sehe nur Schaum und Spülmittel. Was ist denn mit deinem Glas los? Da ist immer der weiße Schaum drin, automatisch. Egal wie man einschenkt, immer nur Schaum. Ich habe keine Krüge mehr. Ja, ich habe es angebastelt. Ein Hörner können wir es machen, aber können wir es nicht abstellen. Rügener Inselbrauerei. So. Beim Hannes ist am wenigsten Bier drin. Das heißt, wir füllen da noch mal ein bisschen Bier ein. Wir können ja Hörner nehmen. Dann machen wir hier noch mal was. Du musst es ja sehen auch. Dann machen wir hier noch mal was. Dann ist das jetzt theoretisch leer. Das ist sehr schön. Der Ismo kriegt wieder seinen Humpen hier. Bitteschön. Danke. Der Hannes kriegt sein. Das ist, weil da Cola draufsteht. Dann denken die, da ist Cola drin und dann schäumen das, weil genau. Die denken, man will das mischen. Dabei ist das einfach nur Bier. So, jetzt wieder hier. Inselbier. Von welchem Land ist das jetzt? Ismo, ich kann dir gerne die Flasche mal rüberreichen, da kannst du das in Ruhe angucken. Weil hier vorne steht London drauf. Hier ist noch die andere, ich stelle die leeren Flaschen jetzt immer zu dir, da kannst du in Ruhe erforschen, wo das herkommt. Du musst es auch sagen, Ismo ist jetzt unser Landesexperte. Ich habe keine Ahnung, deswegen. Ich probiere es einfach mal. Deutschland. Ja, das andere war auch schon in Deutschland abgefüllt und das auch. Also zwei deutsche Biere. Das ist nicht gut. International. Jetzt warte doch, Dan, es ist noch gar nicht so weit. So, jetzt. Das war ja auch dein Job. Prost. So. Ja, das merkt man, dass das nicht dunkel ist, weil das hell ist. Aber schmeckt nicht wie Weißbier, schmeckt auch nicht wie helles Kaugummi. Bier. Finde ich schon wieder auch immer so säuerlich. Weiß ich nicht, das ist irgendwie... Das ist... Wenn das wirklich von hier wäre, würde das nicht immer so säuerlich sein. Unsere sind bitter, aber die sind immer so säuerlich. Das kommt immer von darüber, ihr schifft, und dann sauert alles rum hier. Senderschockbier. Er ist immer noch beschäftigt mit der Flasche. Hat doch nicht einen Schluck. Nur wegen dir. Jetzt reicht's gleich. Ja, werf gleich doch, den Tisch vom Balkon hier. Sag doch den Leuten, was draufsteht. Ich geb dir die Flasche und du kannst das rauskriegen. Das ist jetzt deine Aufgabe für das Video. Das ist aus Belgien, da steht das. Wir sind noch gar nicht so weit. So. Und schmeckt's? Nee, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, ein Bier davon hat wahrscheinlich 2,50 Euro gekostet. Das hat sich übelst gelohnt. Kann man aber trinken. Ja, das sagt man ja zu allem. So. Vorweg. Ja, das haut mich jetzt nicht um. So. Das ist komisch irgendwie. War das erste besser? Genau, wissen wir Bescheid. So hier, Meier. Deswegen geben wir jetzt mal hier das nächste. Wir haben nämlich jetzt Route 66. So hieß auch eine Kneipe bei uns in Hildburghausen. Bier, Bier, Bira, 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 bla, bla. Importe, der 5,2. Da erwarten wir uns jetzt was Heftiges. Belgium, also das ist okay, da steht zwar Hamburg abgefüllt, aber müsste aus Belgien an sich sein. Andere Sachen von anderen haben wir jetzt nicht gefunden. Bei den anderen Sachen drauf. Wir machen es mal auf, schönes Etikett, guckt euch das nochmal an. Route 66. Hört sich gut an. Nee, so. Guck, ich lege das Glas jetzt wirklich auf die Seite. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, bis wohin ich einschenken soll, damit das irgendwie gerecht eingeteilt ist. Ist doch gut so. Bis es mir halb in den Hals hier reinströmt, so ungefähr. Da ist nicht so viel Schaum jetzt da. Ja, beim Hannesglas, da weißt du jetzt jeder, was abgeht. Irish. Was ist das? Zack! Irish. Das ist gut. Das ist fast sogar gleich. Nee, das erst. Das, alles das erste hat am meisten, das zweite hat mittel und das letzte hat am wenigsten. Ich muss da mal in einer anderen Reihenfolge einschenken, damit sich das wieder ausgleicht. Sonst ist der Ismo nämlich gleich besoffen, Alter. Jetzt also Route 66, Belgien. Das hatte 5,2. Achso, hä, warten jetzt da, die. Da. Hier Ismo, dir wollte ich halt die Flasche geben, Belgien. Dass du dir das in Ruhe immer angucken kannst. So. Prosten braucht man nicht, das ist viel zu aufwendig. Nehmen wir einen Schluck und gucken. Salute. Ja. Sarai. Ja. Komm mal her, dann nimm mal noch so ein bisschen. Muss schon loyal sein. Das schmeckt schon sehr. Ist nicht ganz besser so bitter. Als das davor. Nicht ganz so bitter, aber immer noch so. Wässrig. Ja,
Also von uns, die sind alle so extrem herb immer, finde ich. Ja. Das schmeckt wie Lightbier. Ja. Kennst du Lightbier? Guck dich den an, wie der aussieht. Wie ich. Nur anders. Ja, man muss aber noch einen Schluck nehmen. Zweite, also. Hätte ich so als Bier gar nicht erkannt, ne? Was ich jetzt aber nicht wusste, siehst du, das ist fachmännische Kritik zu den Biers. Einfach nur, oh ja, Meilen weiter. So muss es sein. Wir machen jetzt die goldene Meile wie bei The World's End. 12 Pubs, 12 Bier, fertig. Das sind aber 16. Halt 16 Bier ohne Pub haben. Geteilt durch 3 und auf X. Hier, das hat mich besonders überrascht. Das habe ich nämlich ausgesucht. Starkwasser. Und da steht aber unten Wasser, Wein und Tonic. Das habe ich aber jetzt eben erst gesehen. Echt leicht, echt stark. 5,0 Alkohol hier. Kein Bock auf Bier. Nimm das hier. Wasser, Wein und Tonic. Ich hab nur den Namen gelesen. Starkwasser und dachte, geil. Servus, Freunde. Erfrischendes Wasser. Bester Weißwein. Verfeinert mit der belebenden Kraft von Tonic. Das ist Starkwasser. Führt zu Arschwasser, ein echt leichtes, echt starkes Getränk. Genieß es am besten gut gekühlt zusammen mit euren Freunden. Jawohl. Naja, wenn ihr schon mal hier seid, dann werden wir das jetzt auch mal aufmachen und werden dann mal gucken, wie dieses Arschwasser schmeckt. Diesmal müssen wir aber dem Hannes zuerst. Ich hab's eh gut, ich habe immer das mittlere Glas, es ist immer halb voll. Das erste ist mal mehr, das dritte ist mal weniger, dann wechseln die, also müsste das ja im Endeffekt. Wir können auch mal hier das Cappy abnehmen, ja. Wenn ihr das gewinnen wollt, habt ihr Pech, das verlosen wir nicht, das schmeißen wir direkt weg. Du kannst ja sehen, vielleicht diese, man kann es auch anders sehen, das ist halb leer, statt halb voll. Echt? Einmal hier, sieht aus wie Beck's Eis übrigens. Oh ja, Beck's, das mag ich, aber Beck's Eis ist nicht schlecht. Blubberwasser pur, oder? Aber Beck's Eis kannst du halt auch wirklich nur trinken, wenn es gekühlt ist, ja, weil ansonsten ist das nur Schaum, komplett. So, einmal Hannes, einmal Ismo. Das kommt aus dem Ihr seht, sieht aus wie ein Champagner oder so. Boah, Blubberwasser pur. Probieren wir mal, gucken wir mal, wie es ist. Prost. Prost. Stößchen. Müsste man da ja eigentlich sagen, aber... Ja, genau. Das beste Bier, was ich je getrunken Voll habe. Voll scheiße. Boah, echt. Das war sogar schlechter als das erste. Ja, ist nicht so bitter, ne? Voll scheiße. Boah. Guck dir mal an, das ist ein Gesicht an, ey. Das ist ja auch wie eine Weinschorle im Endeffekt, deswegen. Ich kann mit Wein gar nichts anfangen. Ich auch nicht. Komm so, können Sie mitmachen, ne? Deswegen haben wir hier. Genau. Aber hilft ja nichts, es muss ja weg. Wenigstens Satz 5-0, kann man sich gut merken. 5-0 Dosenbier, was ist los mit dir? Die hat uns gerade gegrüßt, die Frau da. So. Ismo und die Frauen, Thema für sich. Deswegen machen wir jetzt weiter mit. Blubberwasser für Arme. Brewdog, Elvis Juice. Wenn Elvis früher gesaftet hat, ist das bei rausgekommen. Grapefruit Infused IPA, ist das Mixbier? Genau das, warte, erzähl nochmal, ich war gerade nicht bei dir. United we stand for better beer, fiercely defiant in independent. Das ist Elvis-Bier, das wollte ich testen. Das Elvis-Bier mit 6,5%, das ist auf jeden Fall richtig genial aus Berlin. Gerstenmalz, der absolute King in einer Welt von Möchtegerns. Berlin. Elvis Juice ist ein IPA wie kein anderes, denn hier lautet das Motto, alle Scheinwerfer auf die Grapefruit. Dieser fruchtige Overkill wird eure Sinne verwöhnen. Zusätzlich zu seiner Spritzigkeit kommen intensive Aroma-Hopfen auf die Bühne. In Begleitung von Orangen- und Piniennoten steht dieses IPA auf einer Basis aus leckerem Karamellmalz. Elvis Juice is ready to rock'n'roll. Also ja, Mann, ja, Mann. Store Cold, Drink Fresh. Stone Cold. Das pokert auf jeden Fall sehr hoch. Das heißt,
Dann kann man ja nur enttäuscht sein jetzt. Es ist, danke, dass ihr mir die Gläser wiedergegeben habt. Das finde ich geil. Richtig teure Zusammenarbeit hier in dem Drecksvideo. Wir machen es mal auf und gucken. Turin schon wieder dran. So. Aber Grapefruit, ist das jetzt so naturtrüb? Ist das sonst was? Ich schenke dem Hannes nochmal zuerst ein. Ich bin jetzt echt immer gespannt, wie das schmeckt, jetzt, weil das ist echt was, hört sich sehr interessant an. Euer Hannes, das ist ja richtig heftig, das ist ja ein richtiger Knüppel auf dem Kopf, ist das ist ja schon richtig hier, Mann, das ist ja richtig Bernsteinfarben, ja. Nur mit Kraft. Erzähle ich mir, da habe ich aber wieder. Aber das sieht doch gut aus. Für dich zu so ein Bierkalender mit internationalen Bieren, oder nicht, Ramon? Was? Hä? Kein Smalltalk während der Sendung. Ich hab doch schon jedes Jahr jetzt einen Bierkalender gehabt. Aber nicht mit. Und jedes Mal war ich enttäuscht. Den gibt's ja aus Österreich und international mit allen möglichen. Aber das ist jedes Jahr das gleiche drin in jedem Türchen. Nur das Etikett haben sie dann kurz umgefärbt. Habe ich schon rausgefunden. Hat auf jeden Fall eine richtig krasse Färbung, wenn man sich das so anguckt, ja? Vom Geruch her ist auch. Jetzt sind wir mal gespannt. Merkt ihr Grapefruit-Aromen? Merkt ihr? Schmeckt, riecht auf jeden Fall wie ein. Da musst du die Riech-App installieren. Wie ein Mix. Ich meine ja euch, Mann, ihr sitzt doch hier mit mir, ob ihr das riecht, nicht die Zuschauer. Die checken eh nichts, deswegen. Es ist gut. Es riecht sehr fruchtig. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das Grapefruit-Bier ist. Ich kenne nur Schäferhofer Weizen, Grapefruit, aber das ist ja dann Weizen und das ist ja eigentlich irgendwie richtig so. Wow. Ich muss sagen, es schmeckt richtig geil. Ist schon wieder leer oder was? Der Hump mal, könnte ich mal schon wieder ausrasten. Ich fand das bis jetzt das Beste von allen, wo wir. Ja, dann finde ich das halt auch jetzt das Beste, damit wir uns endlich mal einig sind im Leben. Es ist wirklich gut, also muss ich echt sagen. Also, das muss man mal zur Seite stellen schon mal. Wo ist es? Die leere Flasche zur Seite stellen, damit du dir morgen noch 10 holst. Finde ich in Ordnung, ne? Das heißt, es hat geschmeckt. Wenn ich irgendwann die Gläser wieder kriege, machen wir da weiter mit. Ja, ich hatte nicht so viel, so. Ja, warte kurz. Mit Bia Saigon, guckt dir das an. Was ein heftiges Etikett. Export Premium Quality Bier from Vietnam. Fand ich super. Das ist das vietnamesische Bier, sogar mit 25 Cent Etikett. Oh mein Gott, jetzt weißt du, wieso es so teuer war. So, ach, da ist hinten gar nichts mehr drauf. 4,9% vietnamesisches Bia Saigon. Das machen wir jetzt auch mal auf. Oh, da gab es einen Rapper, der hieß so. Saigon. Wow. Gab's da und genau der hieß so. Genau so, Saigon, ja. Saigon. Bier Saigon. So. Elvis hat auf jeden Fall die Bude gerockt. Ja. Mal hier definitiv, wieder am Anfang. Definitiv. Mal hier in der Mitte. Und hier am Schluss. Guck dir da. Alter. Einfach nur weggeplatzt. Da war gerade noch so ein. Weißt du Bescheid? So. Haben wir mal eingeschenkt. Bewegen tut sich die Dose jetzt nicht. Bia Saigon. Einmal für den Herrn Itzwo. Einmal für den Herrn Han Hess. Der Han Hess, ne, kennt man. Ist wie beim Bier-Adventskalender. Hat eigentlich eine schöne, klare Farbe. Sieht schön bierig-goldig aus. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Da erwartet man ein bisschen was. Ne? Boah, das riecht schon wieder nach Gülle an. Ja, es kommt ja aufs Trinken an. Ja, also, auch wenn Gülle schlecht riecht, trinken kann man sie trotzdem, sagt der Isso. Das ist sein Lebensmotto. Achso, ich sollte auch nur. Gar nicht schlecht. Ich würde das als zweitbestes sagen. Ja, schmeckt so ein bisschen nach geröstete Frühlingsrolle mit Gemüsegefüll oder was? Ist am Gesicht, aber ich finde es gar nicht schlecht. Na, das Warte ist mal. Jetzt nicht so. Es ist weder bitter noch säuerlich. Es schmeckt irgendwie wie eine Mahlzeit. Finde ich okay. Kann man trinken auf jeden Fall. Ist nicht schlecht, Isro hat recht. Also Isro, der Bier-Sommelier, der kennt sich ja eh aus. Jetzt haben wir hier Rügner, Zeig mal das, was Inselbrauerei haben wir nochmal.
Was Inselbrauerei, viermal World's Best Beer, London World Beer Awards, ja? Hatte ich schon mal jemand gehört? Gibt's wirklich die London Beer Awards? Flaschenreifung, Strand Cut, Okipal alle, 5-6 seltenes Bier, ja, da haben sie aber wieder mal. Hätte ich schon gar keinen Bock, das zu öffnen, weil da so viel kurioses Zeug draufsteht, dass ich denke, ja, ist ja gut, ich lasse schon die Finger davon, ist eh was Besseres, darf man ja nicht trinken, ist ja voll selten und so. Ist Verschwendung, zack. Was war das? 5-6, genau, 5-6. Ja, mein Hannes hier als erstes. Das war jetzt aber scheiße ein Geschenk, aber egal, ist wo. Hält die Kamera überhaupt so lang jetzt? Weil das eine ist schon komisch auf Rot hier. Oder auf Rot. Das ist der Speicher. Warte mal. Hey, jetzt warte. Halt das mal ungefähr so gleich viel an. Jetzt haben wir ungefähr so gleich viel. Und ich sehe jetzt schon, dass ich mit der Hand hier an dem Bier jetzt auch vorbeikomme. Es ist auf jeden Fall trüb. Es ist trüb. Guckt euch den an, was er schon wieder hier loslässt, Alter. Gerade das, ja. Was das Schlimmste war, hängst du da in die Hände. Gott, scheiße, Alter. Hey. Lauf da runter. Ja, das, was kein Bier war, hat er jetzt mal weggetan. Das, genau. Wein war, das war das Schlechteste von allem. Ich hab mich aufgehängt. Ist er denn also, da drüben? Was willst du denn? Ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler, ist ein bisschen trüb, okay. 5, 6. Mach ich hoch. Könnte man denken, ist jetzt hier irgendwas Gemischtes, so ein Grapefruitweizen, ist es aber nicht, deswegen mal schauen. Wie? Ja, halt, erstmal anstoßen. Prost. Uhr. Hat er verpasst. Auf die Dicken. 3. Das schmeckt wie Raffaello. Ich schwör. So ein bisschen so eine Kokosnote schmeck ich daraus. Ihr nicht, weiß ich ja. Ihr merkt eh nichts mehr, aber ihr könnt mir ja eure Meinung doch, dazu sagen. So eine leichte Kokosnote, merkt man da schon was. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Ja, das hat doch. Ich finde es schlecht. Ach Quatsch, laber doch. Weil es kein Elvis ist, denn nur der Elvis ist der King, Alter. Ja, ich finde das nicht schlecht, das gefällt mir. Also man kann es, wenn man gerne so Raffaello oder so isst, dann kann man das trinken. Finde ich jetzt, hätte ich nicht mit gerechnet, ne? dass das so ist, wie es ist. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Flasche Cola, ne? Da steht nämlich Belhaven Black Scottish Stout Smooth Deep Distinctive mit 4,2. Oh, alles übelst heftig und dann 4,2. Aber hat ein PT09 Flots Odds US. Ich weiß nicht, was das alles bedeuten soll. Ist auch so eine 25 Cent Flasche. Belhaven Black is proved using fresh water draffen from our. Ja, da klebt Schmodder dran. Together with Belhaven's unique chest. Local barley gently roasted. Und dann steht alles und da ist irgendwas so drüber. Hier steht irgendwas mit Cerveza Birba. Weiß ich nicht, was das ist. Deswegen werde ich das jetzt mal aufmachen. Cervisia heißt das, glaube ich. Das haben schon bei den Asterix- und Obelix-Filmen getrunken. Blauwarme Cervisia. Ich habe die Kamera jetzt fünfmal links und rechts einfach in die Dings reingesteckt. Das sieht aus wie eine Flasche Cola, keine Ahnung. Aber dass das so wenig hat, wundert mich, weil das sieht so brutal und heftig gleichzeitig aus. Du riechst auch Schokolade irgendwie ein bisschen. Wow. Riecht ein bisschen nach Becks und dann nach Schokolade. Ach, Laura mit Cervizia. Gute alte Schokoladenbecks, wer kennt's nicht? Cervizia. Batista, wer kennt's nicht? So. Nee, Laura mit Cervizia. Ein krasses Dunkelbier. Aber ist da jetzt mehr drin als woanders oder was? Dann müssen wir hier nochmal Knüppelnei brüdeln und dann machen wir hier ja, und dann haben wir nochmal. Jetzt geht er auch noch da hoch, Alter. Guck dir das an. So ein, wenn die möchtest du nicht an Köppes kriegen, Alter. Da fliegt ja gleich das Hirn aus der Fritteuse, Alter. Ich sag's dir. Hier eins für dich. Hier merkst du gar keinen. Normalerweise, das war das schwarze Glas. Wenn du es rumgedreht hast, hast du dazwischen das Bier gesehen. Jetzt sieht's aus, als wäre einfach immer noch alles schwarz. Also, das erkennst keinen Unterschied mehr. Richtig dunkles Cola-Schwarzbier ohne Cola, aber nur schwarz. Boah. Wir stellen es hin. Gucken, dass der I2 mit drin ist. Das riecht irgendwie nach 50 Cent oder was? Das ist Schweinebraten, zeig mal her. Ja, Schweinebraten.
Schweine braten. Nein, wir machen. Ah, das. Was? Heute. Beste Bier ever. Also. Ich glaube, das war das Schlechteste. Sogar noch schlechter als das andere da. Hannes kommt gar nicht mehr klar. Guck dir den Hannes an. Das ist nur noch heftig, das Teil, Alter. Das ja, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Kann man trinken, sagen die doch dann immer am Ende. Ist so witzig. Ich kann da echt nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie ich den Geschmack einschätzen soll. Ich kann nicht sagen. Ich meine, es ist nicht bitter, es ist nicht säuerlich, es ist halt irgendwie anders. Es ist halt. Es ist das, was es ist, ja? Das ist halt. Boah, das schmeckt wie Kohle. Jetzt habe ich es raus. Das ist eine schöne Kohle, Alter. So. Grillkohle. Grillkohle. Zum Glück steht der Eimer hier, wenn die Grillkohle wieder vom Grill hochkommt, Alter. Es läuft jetzt alles aus der Nase. Ich will dir mein Rotztuch geben, da habe ich schon reingerotzt. Hannes. Ja, es bringt nichts, da kommt noch mehr, dann sage ich dir gleich. Oh, warte, chill. Ja, es läuft warte kurz. Durch die Nase raus. Ich brauche doch eh wieder eine Stunde, um zu labern. So deswegen kann ich doch schon das nächste nehmen, ne? Ey, ich kann gucken, was da los ist. Durch die Nase. Als nächstes hätte man nämlich dann hier das Gute. Jetzt warte mal kurz, der Hannes ist noch nicht so weit. Doch, ich bin da. Wer hat denn das rausgesucht? Ich muss das auch erstmal jetzt aus. Hannes oder du? Nee, ich meins. 0,4%. Das hat er falsch. Ich hab das hier mitgenommen. Ich hab. Das hat er falsch eingepackt, der Typ. Kehr wieder Kreativbrauerei. Ünem. UNM. Ich hab ihm nur die Zahlen gesagt. IPA alkoholfrei. Das ist aber sehr schön. Alkohol 0,4%. Es ist alkoholfrei, aber trotzdem 0,4%. 15.03.22, 0,33. Alkoholfreies Schankbier. Das soll jetzt erstmal noch schnacken, ich hol kurz was. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, UNN. Zack. Trinkt aus, Mann. Ja, 0,4. Er muss auffüllen. Kann man nichts zu sagen. Ja, ist wohl eigentlich, habe ich gedacht. Ich rede ja, damit Hannes dann klarkommt. Ja, und nicht, dass du jetzt abhaust. Also, alles gut hier. Gib mal dein Glas her. Du musst, Alter, kurz noch machen. Wenn du jetzt hier durch die Gegend gerannt bist. Es ist alles One-Take. Es ist Uncut, Raff und sonst was. Wofür denn Lappen? Was ist denn los hier? Was macht ihr denn da, wenn man mal nicht hinkommt? Alles gut, alles gut. Passt alles. Da kann ja jetzt nichts passieren, weil das ist ja eh alkoholfrei jetzt mit 0,4. Mir ist der ganze Scheiß gerade durch die Nase gelaufen. Ja, das ist, da merkt man, dass man noch lebt. Sagen wir es mal so. Genau, Hannes. Richtig. Das ist ein bisschen... Komm, Hannes, damit du besoffen wirst, schenke ich dir noch ein bisschen nach von mir. Hey, ich muss heute noch kochen. Alter. Von dem alkoholfreien Bier. Dann kriegt's eins der Hannes, dann kriegt's eins der Isho. Dann haben wir hier jetzt das gute, komische, blaue, alkoholfreie, sonst was. Echt? Ja. Hallo. Könnt ihr mal ein bisschen hier im Video sein? Und nicht auf dem Sofa. Prost. Prost. Ey, wir haben schon seit 10 Runden nicht mehr angestoßen. Ja, das aber nur mit euch. Ey, was ist denn hier? Was ist die Lappe? Ist ja ein bisschen säuerlich, aber irgendwie auch fruchtig und. Ja, das schmeckt. Das ist ein super Bier. Das ist zimtig. Aber es ist halt ohne. War besser als das, was die uns vorhin angedreht haben, ne? Ja. Da reden wir. Ah, das war zum Kotzen. Räumst du den Strand auf und dann kommen sie und dann sagst du hier, aber ne, das würde ich sogar auch mal. Aber das ist zimtig. Jetzt wollte ich sagen, das würde ich auch mal so trinken, aber ne, eigentlich auch nicht, weil. Warum? Das knallt ja nicht weg. Ja, eben, warum soll man. Also, wenn ihr mal ein gutes, alkoholfreies Bier sucht, dann gibt es mal hier mal eine Ün. Das könnt ihr mal mitnehmen, oder das ist immer eine Eiskombinierung. Null. Aber ansonsten haben wir noch andere Sachen vor Ort und deswegen. Das ist richtig zimtig. Guck mal, jetzt knallt die Sonne richtig rein, das war doch so, wie du es wolltest. Ja, das ist ja alles wieder gut. Alles wieder gut, ne? Das Gute ist, Friday, wir brauchen jetzt noch nicht mal mehr hier einen Flaschenöffner, weil wir haben jetzt hier Captain Jack. Er ist das hier Citra Palle Alle APA. 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 Ist das nicht hier APA Protection von der WWE?
Yellow Belly, das ist doch bestimmt was Gemischtes, wenn da Citra steht. Ja, da müsste da so mit Zitrone sein, oder? Das war meine Auswahl, die Dosen. 4,8. Wasser, Barley, Wheat, Hops und Yeast. Da blicke ich gar nicht mehr durch, was es sein soll. Irish Beer, oder? Say hello, take a photo of this beer, take yellow belly beer. 25 Cent auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall ist es Citra Pale Ale APA. Yellow Belly. Ich bin mal gespannt. Hauen wir mal rein. Kennt ihr nicht APA Protection hier? Bradshaw und Farouk war doch APA, ja, oder nicht? APA war das. Damn! Hat er immer gemacht. Damn! Der sah immer aus wie Dr. Dre. Der war zu schwarz. Der konnte nichts mehr sagen als Dame. Damn! Und immer haben sie Zigarren geraucht und Karten gespielt, rumgepokert und gemacht und dann immer. So, hier nochmal ein Schlückel Nei und dann müssen wir hier nochmal Nei und dann müssen wir hier nochmal Nei. Ist übrigens alles ungeschnitten. Alles alkoholfrei, also wundert euch nicht. Ja. Hier sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Nein. So. Hat was. Guck mal. Yellow Belly. Erinnert mich an die Jelly Beans. Eins für den Iswo, eins für den Hannes, eins für den Ramses. So sieht das jetzt aus. Merci beaucoup. Ist schon wieder. Ist es jetzt? Aber Irland. Ziemlich trüb, ne? Muss man dazu sagen. Irisches, Alter. Ich hab mir auch vorhin eingeschaut. Ach, scheiße, warte mal. Erstmal anstoßen, komm. Ja, das riecht schon. Prost. Schmeckt ein bisschen fruchtig, ich habe schon heimlich probiert. Deswegen kann ich es jetzt auch wegziehen. Ja. Das gefällt mir. Ein guter Geschmack. Das gefällt mir. Ja, das gefällt. Also der Mutter gefällt es, ne? Der Ma. Ja, Schäße? Ja. Ma. Richtig. Das muss ich nicht verstehen, das ist real. Und ist wo das spricht zum Meister. Jetzt warte, ich wollte gerade niesen. Ja, wegen Heuschnupfen. Wieso soll ich noch drauf warten? Nies doch einfach. Das schmeckt's gut. Ne? Ja, also so als Geschmack kann man sagen. So. Das ist gut. Es ist ein bisschen zu fruchtig. So. Ein Bier muss knallen. So. Der Elvis war auch fruchtig und hat nicht so geknallt. Aber und das fandst du gerade gut. Eigentlich müsste das der Bruder vom Elvis sein. Aber Elvis, das ist mal was ganz was Neues. Wir haben jetzt auf jeden Fall als nächstes ja, hier. Ja, das schmeckt fast so wie das Elvis, aber nicht so ganz so gut. Den Molson Canadian Crippler Crisp Refreshing Premium Lager No Preservatives. Verstehe ich nicht. Sag aus welchem Land es ist. Ohne Kondom. Bierlager Bier. Unlagerte Qualität. Ich suche noch was, aber ich finde einfach nur ein. Stimmt französisch, nur weil da Kanada draufsteht, muss das nichts heißen. Ich komme also, aus. Warte. Ich komme aus Kanada, doch Kids sagen, alter Schwede. Von wem ist es? Wahrscheinlich von Flair. Nee. Jetzt sag mal, Molson Canadian. Das hat 4%. Das ist doch alles. Ja, ich würde sagen, das ist schon wieder französisch da hinten drauf, aber ja, vielleicht ist es auch kanadisch, keine Ahnung. Das ist ich erkenne gar nichts mehr. Das ist ja französische Kolonie. Da wisst ihr ja jetzt Bescheid. Quebec, Kanada, die machen alle so auf an Franzhose ja, und dann ist das gut. Das ist ja französische Deswegen Kolonie machen wir jetzt hier. Sprechen sie französisch. Das machen wir jetzt auf. Warte, das ist dieses komische Logo, wo die in Kanada immer haben. Zeig das mal nochmal in die Kamera. Das ist ein Auenblatt. Ja, genau. Oh, genau, sagt's einfach hier. Jetzt bin's genau hier. Und dann muss ich mal hier nochmal rein und dann müssen wir wieder raus. So. Ja, wunderprächtig. Jetzt können wir das auch wegschmeißen. Vom Balkon runter. Zack, hört ihr's? Da ist es aufgekommen hier. Deswegen kriegt's der Hannes. Du musst jetzt einen Soundeffekt einfügen. Nee, dann wird's gestreikt. Deswegen müssen wir hier mal. Warte mal hier.
Canadian irgendwas, Kribbler, Canadian Kribbler Bier. Prost! Halt! Prost! Jetzt sag ich doch. Ey, wir sind fast fertig. Hey, hey. Der macht einfach sein Ding alleine. Jetzt. Ich hab doch mit beiden Drangstoßen. Gar nicht so weit. Jetzt. Drangstoßen mit beiden. Jetzt bin ich so weit, los. Aha. Ey, das schmeckt wie Bier von hier. München, Kanada, Nachbar steht's. Ich sag's immer wieder. Es erinnert mich voll an das, was wir heute Morgen getrunken haben da. Und was war das? Das Helle aus München Original irgendwie. München Original Hell. Helles. Ja, also das ist nix. Was sagt der Hannes? Das schmeckt wie Bier von hier. Ja. Die haben dieselbe Qualität wie die Bayern. Ja, dann ist ja alles klar. Die Münchner Bayern, die Canadian Bayerns, wer kennt sie nicht, die neue Fußballmannschaft. Ja. Also ziehen wir es weg und gehen weiter, weil das ist ja heimisch, da müssen wir uns nicht aufhalten. Darum geht's jetzt. Alter. Kona Prevenco. Ja. Oh, warte hier, Passionsfrucht. Orange und Guava, ja. Hanalei Island IPA. Alles, was mit IPA ist, ist irgendwie sehr fruchtig und ist mit Früchten versüßt. 4,5%. Beer brewed with passion fruit. Orange, Guava and natural flavorings. Mehr sieht man da nicht. Ich finde es schön hier, da steht Liquid Aloha so auf die Flasche eingemeißelt und hier ist so ein bisschen, da sind so die Inseln drauf. Das ist doch Kanada. Oder das kannst du mit München vergleichen. Müsste jetzt nichts. Also auch sehr fruchtig rüberkommen. Hier. Zack. Ja, da hat es keinen Balkon, dann können wir auch keine Biere testen. Deswegen müssen wir das jetzt ausnutzen bei dem schäbigen Wetter. Auf jeden Fall. Bei dem schönen. Guck mal, die Sonne scheint, Alter. Oh. Vorhin hat's geregnet. Gay Pöst hat's vorhin und jetzt geht's. Vor allem gay regnet. So. Nee, nicht so viel Schau, macht man lieber beim Hannes. Am Wochenende Bayern. Hoch die Hände, die Leute feiern. Ja. Ich mach das auch recht gern. Noch ist der Absturz fern. Doch dann kaufst du Maß. Da ist die ganze Nase schon drin. Ja, da hängt die ganze Nase schon wieder drin. Wie schenkst du nur das eine? Das geht doch nicht. Ja, das ist in seinem Glas. Da ist immer mehr Schaum als alles andere. Ich kann doch nichts dazu. Nein, guck seine Nase an. Guck, das ist ja auch wieder Wurst. Hey Leute, haut rein. Er ist halt so naseweiß. Ja, ne? Genau. Prost. Also Passionsfrucht und Guave. Ne? Kennt man ja. Oh. Naja. Das schmeckt wie ein Mixbier mit Wasser versüßt. Ja. Oh, das ist nix. Der ist Elvis richtig. War auch fruchtig. Aber nicht so bitter. Bitter? Ja gut, es schmeckt bitter. Wie eine Schorle. Ja. So eine schöne Guave-Schorle. Einfach nur. Aber kann man deshalb gut trinken? Das ist nix. Oh, runter geht's auf jeden Fall wie. Nein, das ist nix. Runter geht's wie Treppenstufen, Digga, was geht ab? Gut, wenn es nichts ist, machen wir gleich weiter. Das Video darf nicht so lang werden. Und dann haben wir hier nämlich noch den. Nach 40 Minuten. Tsingtao! Das, meiner Meinung nach, das ist gut. Das haben, ist sehr gut. Haben wir das auch in Hildburghausen bei uns im China-Restaurant. Die haben nämlich dieses weiße Japan-Bier. Chinesisch. Und das, also die haben so ein japanisches. Arigato. Und die haben ein chinesisches. Und das eine ist das und das andere Santori. Ist das andere. Jetzt haben wir hier Tsingtao. Imported Premium Lager. Und hier unten steht auch nochmal. Also das steht nicht drauf, aber es steht drauf irgendwas mit China. Ja. Genau. Das ist das China-Bier. Wenn ihr bei uns beim Asiaten China-Bier bestellt, stellt ihr euch so eine Flasche hin. Das hat der China-Mann bei uns auch. Aber ich muss sagen, es ist echt gutes Bier. Ich mag das Bier. Echt gutes Bier. Das hast du noch gar nicht probiert. Doch. Ich hab schon getrunken, also es ist gut. Mir schmeckt's. Zingtao ist gut. Habe ich verschluckt, deswegen. Zum Glück hast du dein Kotztuch da, wo alles reinfliegen kann und dann ist aber gut, ja, mei. Ja, aber das Zingtao ist gut.
Guck, der eine hat wieder den meisten Schaum. Noch deswegen stelle ich es da hin. Jetzt filmen. Komm. Eins für ein Ist. Achso, Farbe. Haben wir jetzt bei den letzten 10 vergessen. Ist aber. Das ist schön. Ja, ist ein bisschen hell, dunkel. Aber trotzdem ist es glasklar. Ne? Mit Feldquellwasser gebraut, das einzig wahre. Was machst du schon wieder für Schleichwerbung? Prost. Aus dem Gärtnermeer. Das ist das China-Bier aus Hildburghausen. So, nochmal Prost. Und nochmal wo die Wilden hausten. Ich mag das, Tim. Du? Das geht schon runter. Besser als das davor. Wenn ich jetzt was sag, bin ich wieder der Buhmann, gell? Das ist das beste Bier, was ich je getrunken habe. Nee, ich glaub, das ist ja nicht, aber das ist schon... Ja, ist es ja nicht, deswegen. Das dritte oder vierte beste von dem, wo wir jetzt... Ich fand sogar das davor besser, aber darf man ja nicht sagen. Was? Ist ja keine freie Meinungsäußerung. Nein, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Ja, ich höre, nimm's zurück. Alle werden manipuliert. Schneiden's raus, gut. Nee, das ist One Take, das ist echt authentisch und echt wie Trailer Park Boys. Ohne Schnitt. Ich weiß nicht. So. Aber jetzt, Herrschaften. Das, ich weiß schon, ach so, ich hatte dieses komische, das harte Wasser, nein, das Starkwasser habe ich rausgesucht. Die Kiezkeule wollte ich mitnehmen, das ist auch da. Und das dritte weiß ich nicht mehr. Hier ist auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Brewdog. Kiezkeule. Brewed in Berlin. Dry Hop Export Lager. United we stand for better beer. Wo stand das denn vorhin schon mal drauf? Dieses United we stand for better beer, das stand doch schon mal so als Logo irgendwo drauf. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kiezkeule mit 5,8. Wollen nicht lange schnacken, Korb in Nacken, machen auf. Vielleicht war das vorhin das, naja, das Elvis war es nicht, keine Ahnung. So, füllen wir hier rein. Wir müssen uns nämlich jetzt beeilen. Der Akku ist nämlich schon ganz weit. 17%. Ja, warum, was soll das denn? Drecks-Akku. Ich habe doch gerade einen neuen rein mit 80%. Dieser kein Original GoPro-Akku. Der sagt 80 und meint dabei eigentlich nichts. Und dann kommt das bei raus, was ihr da jetzt da seht. Kiezkeule. Wenn ihr Homies habt am Kiez, schreibt es mal in die Kommentare. Wir füllen das jetzt hier ab. Stellen das mal dahin. Warte mal. Grüße an Flaggy. Warte mal. Nicht so schnell jetzt. The World's End, sage ich nur. Da kann ich ja schon mal riechen. Schon mal anstoßen. Anstoßen geht ja immer. Komm. Definitiv Grüße an Flaggy geht. Es geht Grüße an Flaggy. Prost. Prost. Der ist wohl, der braucht noch ein bisschen, ich kann mal schon mal einen Schluck nehmen. Kann ich gerade atmen. Der hat ein bisschen so Heuschnupfen. Ein schlimmes. Ja. Ist wieder wie mildes Seifenwasser. Ja, ne? Also. Ja, nicht so gut. Spülwasser, ja. Weil das ist was, da setzt du dich rein am Kiez und machst, wupp, und da ist es leer. Und dann sagst du, mach mal noch ein, noch eins. Ist geil oder was? So ist es einfach, das, aber das kann trotzdem fließen. Im Bad. In welchem Bad? Ich hab auch fließen im Bad. In kein Bad. Gut, weiß ich Bescheid. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Mein Gott, das werden wir heute noch schaffen, oder? Nee. Wir haben nämlich noch. Der letzte Teil 3 ist halt 8% oder was? Oder sowas. Hopnit heißt. New England IPA. 8%. Da ist einfach so ein Typ drauf mit grünen Haaren. Okay. Finde ich jetzt schon heftig übertrieben. Schwanger darf es auch nicht sein. Sind schon zwei Nachteile. Ich weiß nicht, was der erste war, aber der zweite war das mit der Schwangerschaft. Hat einen blauen Deckel. Sieht aus wie das Feuerzeug. Guckt euch das an. Die geht Hand in Hand. Jetzt kommt die Schärfe noch zu. Junge! Der knallt ja richtig hier. Da ist aber hier mal so. Dann machen wir hier. Dann hier. Müssen jetzt immer nicht gucken, sondern einfach nur nach Gefühl, wenn man denkt, aha, hier. Guck! Und da ist der meiste Schaum. Ich verstehe es nicht. Beim Hannes, der macht irgendwas falsch.
Der hat immer den meisten Schaum drin. So irgendwie. Ich bin der Schäumer. Guck dir das mal an. Ich habe hier eingeschenkt, abgesetzt, boom. Abgeschenkt, boom. Und hier. Das kann nicht sein, dass das immer so macht. Wollen wir jetzt 2 Stunden warten, bis das da runtergelaufen ist? Machen wir in die Mitte noch. Ich hänge meine Russel. Dass das so ist wie da. Machen noch hier. Hier, Hannes. Kriegst die Flasche und das Glas. Denn wir machen jetzt Nähchen mit Kürbis und deswegen. Ach so, Farbe ist farbig. So, mehr muss man nicht wissen. In welchem Prost. Land ist das jetzt? 8. Prost. Hä? Wow, wow. Steht auf der Flasche. Jetzt muss man probieren, weil der Akku ist gleich leer. Junge, so eine starke Gemüsebrühe hatte ich schon ewig nicht mehr. Das ist, schmeckt wie ein Selleriesalat, Digga. Schlimmer Selleriesalat. Ey, das würde ich sogar trinken, in Maßen. Boah, wenn du in die Bar gehst und sagst, mach mir mal noch so einen Sellerie und dann... Alter. Also trinkt nicht danach, das trinkt was schmeckt und nicht was... Da zieht sie echt die Schuhe aus bei dem Teil. Ja, die habe ich. An? Wenn man keine anhat, dann kann ja nichts passieren. Gute, hey, gute Sache. Deswegen ja. So, Prost nochmal. Prost. Aber ich fand den Geschmack gar nicht so schlimm. Ich fand wirklich so. Das hat was gehabt. Das war nicht süß. Okay, ein bisschen süß war es, okay. Aber es war nicht bitter, es war nicht herb, es war einfach so. Es hat schon gepasst, als du so. Jetzt hast du mich da aus dem Konzept. Passt, passt, passt. Sag mal alles, passt, fertig. Ich habe ihn aus dem Konzept gebracht. Dann fange ich schon mal an mit der letzten Dose, denn wir haben ja noch einen. Wir haben noch einen Captain Jack Sparrow. Der heißt nämlich Pirate Bay, also Pirate Bay Session IPA. Yellow Belly. Was ist los mit dir? Wir trinken Dosen Bier. Das ist ein großes Ziel. Ja, so ist ein Bier. Alles gut, ich muss niesen, aber ich komme gerade nicht zum Zug. Pirate Bay Season IPA Yellow Belly. Wir hatten vorhin auch schon Yellow Belly. Ja, aus. Die Dose Irland. Sieht ja eigentlich ganz chillig aus. 4,5%, auch hier wieder ohne draufgeklebt, einfach nur wirklich so wie die Dose ist. Irish, ja, ist doch draufgeklebt, merke ich gerade. Yellow Belly vorhin, Yellow Belly jetzt. Mit Pirate Schwanzkowski am Start. Könnt ihr euch nicht benehmen oder was? Ich musste raus. So, noch einmal einschenken. Ja, ja, sagen wir ja. Da ist doch schon wieder nur Schaum drin. Der war doch vorher schon drin. Den hast du doch extra drin gelassen, oder? Wie soll man denn hier arbeiten? In dem Sau, Haushalt, Stall, irgendwas? Ich finde es sehr beruhigend, dass... Sag lieber mal, von welchem Land es ist. Im Hintergrund ist so ein leichtes Plätschern vom Teig unten. Warte, da steht... Irland. For the latest news, beers and comics, subscribe to our mailing list. Und mehr weiß ich nicht. Best Before Sea Base. Und an der Base steht... Batsch. 11:40 Uhr. Oh, 11:40 Uhr. Bei uns ist es jetzt keine Ahnung, wie spät. Das heißt, wir müssen es schnell 6% austrinken. 6% Akku. Ja. Deswegen müssen wir das ja auch das austrinken, damit genau das so hier passt. Drauf, aus Irland. Das heißt, wir füllen hier nochmal was ein. Ein wir füllen nochmal was ein. Füll noch was ein. Nochmal hier. Nochmal hier. Nochmal hier. Und. Ich hab eine schöne Schaumkrone drauf. Der Hans ist leer. Hans im Glück. Yellow Belly ist auch weg. Kann man ja mal machen, ne? Ja, klar. Stellen wir jetzt hier hin. Zack. Kriegt der Hannes noch ein. Der ist auch noch ein. Super. Wunderbar. Die goldene Meile ist geschafft. 12 Bier, 12 Pubs. Ohne Pubs, aber mit 16, 16. Bier. So müssen wir das machen. Stellen wir rum. Jetzt ist rot. Prost. Yo. Prost.
Armageddon, würde ich sagen. Und schmeckt's? Ist ja wieder ein bisschen fruchtig, ne? Ist so? Ja, fruchtig. Nett oder was? Hat eine fruchtige Note auf jeden Fall. Das war genau wie die davor noch so. Ja. Was willst du denn? Füllen wir ihn jetzt. Schmeckt? Schmeckt nicht? Jo, gut. Schmeckt. Ja, ist gut. Ja? Gut. Ja, ich glaube, der ist vor der mag nichts, was so fruchtig und so ist. Du musst reinknallen, du musst viel Prozente haben und knallen. So sieht's aus. Im Schneckenhaus. Das ist einfach nochmal Prost. Prost. Der Hannes hat noch ein bisschen Schaum im Glas. Ja. Zack. So. Das war's eigentlich von dieser Folge. Ein kleines Bier-Tasting aus München. Internationale Biere, ja. Nicht orientalische Biere. Seid ihr denn komplett internationale Biere, ja. Müsst ihr euch vor Augen merken. Könnt ihr euch angucken. Müsst ihr nicht. Wer Bier trinkt, kann immer reinschreiben, was ihr so empfehlt, was das beste Bier ist, was ihr je getrunken habt. Wer kein Bier trinkt oder nicht darf, der kann immer reinschreiben, was ist die beste Weinschorle. Oder der beste Energy-Drink. Habt ihr schon mal überhaupt irgendwas getrunken? Trinkt ihr Leitungswasser, so wie ich? Stay strong, Leitungswasser for the President, Alter. Was geht ab? Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses.